Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Lösungen zu den Teen Tina Challenges zeigen, die ja heute rausgekommen sind. Morgen werden dann auch noch die Deadpool-Herausforderungen folgen. Dazu folgt natürlich ebenfalls ein Video. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann lasst natürlich gerne ein Abo da. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und wenn ihr mich auch mal live sehen wollt, könnt ihr auch meinen Livestream-Channel auf Twitch auschecken. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort wird es heute natürlich auch wieder einen Stream geben. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mal mit der ersten Challenge. Denn ihr müsst als erstes 5 Gegner eliminieren mit Explosionswaffen bzw. generell mit Explosionsitems. Da könnt ihr entweder diese Kaboom-Fässer nehmen oder Rocket Launcher oder was auch immer ihr wollt. Irgendetwas, was eben halt explodiert. C4 geht auch. Wichtig ist eben halt, dass ihr die tatsächlich damit killen müsst. Dann als nächstes müsst ihr Kisten in Holly Hatches oder in Retaro öffnen. Sollte relativ chillig sein. 10 an der Zahl. Danach müsst ihr noch Strukturen mit diesen Propantanks zerstören. Ich glaube, dass damit müssten diese Carbon-Gefäße gemeint sein. Entweder schlägt jemand einmal drauf oder werft die. Beides ist möglich, dann explodieren die und dann müsst ihr eben mal einfach nur insgesamt 10 Bänder oder Strukturen zerstören. Sollte man am besten vielleicht einfach die eigenen Holzsachen nehmen, dann müsste das möglich sein. Als nächste Challenge müsst ihr dann ein Motorboot schnappen und damit Luft aufsammeln. Damit ist ganz einfach gemeint, dass ihr irgendwelche Klippen runterspringt und dann einfach in der Luft seid. Wie zum Beispiel hier. Entweder sind dabei damit aber 5 Sekunden gemeint, die ihr in der Luft sein müsst, oder dass ihr das 5-mal macht müsst. Ist ja dann schwierig zu erkennen, wird sich dann erst erschließen, wenn die Challenges online sind. Ich nehme sie mal im Voraus aus, deshalb kann ich das nicht wissen. Dann müsst ihr als nächstes noch insgesamt 15 verschiedene Landmarks besuchen, also solche Orientierungspunkte. Dazu zählen, glaube ich, keine benannten Städte, aber ihr könnt zum Beispiel hier die ganzen Shadow Houses nehmen, die zählen ja als Landmarks. Ihr müsst hier nicht in eine Runde machen, das heißt in unterschiedlichen Runden gefühlt ist ja alles ein Landmark. Als nächstes müsst ihr dann eine Upgrade Bench benutzen, um eure Waffen zu sidegraden. Das heißt einfach eine AR nehmen, egal was für eine AR, Hauptsache es ist eine klassische AR, keine Burst oder so. Oder ihr nehmt einfach eine AK, dann einmal für insgesamt 60 Mats, also 20 Mats von jeder Sorte sidegraden. Das müsst ihr dann insgesamt 3-mal machen. Dann müsst ihr noch zu Bossen Damage hinzufügen. Hier zum Beispiel Teen Tina, die steht meistens an dem Platz hier. Wie gesagt, sind an The Rig, The Grotto, The Agency, The Yard und The Shark. Dann müsst ihr als nächstes bei The Rig landen. Ist ja hier unten benannt. Dann müsst ihr noch bei dieser Wood-Fabrik, also bei Logjam Woodworks landen. Und dann einmal bei Hydro 16. Das ist dort unten am Fluss bei Misty Meadows. Muss nicht in einer Runde sein. Ihr könnt aber auch immer mit Jump Pads oder Gruppenkeile, wenn er fliegt, die Challenge in einer Runde erledigen. Dann müsst ihr diese Sensoren und Kameras, also diese Turrets, die überall rumstehen, müsst ihr zerstören, sind auch wieder zu finden bei The Rig, The Grotto, The Agency, The Yard und The Shark, überall in den Gebäuden. Das Zerstören wird wahrscheinlich bei den Turrets etwas schwierig sein, da die ja zum einen zurückschießen und sehr, sehr viele Leben haben. Die ganzen Kameras und so müsste man eben halt irgendwo an Decken finden, die sind, glaube ich, auch alle One-Hit. Das heißt, wird deutlich leichter sein, als irgendwelche Turrets zu zerstören. Als letztes müsst ihr dann noch 2 Spieler eliminieren, ohne dazwischen euch zu heilen. Das heißt, vielleicht wenn ihr im Early Game seid und 2 direkt hintereinander killt, dann habt ihr die Challenge auch schon. Ihr dürft euch jemand einfach nur nicht zwischen den Kills healen. Dann habt ihr auch die letzte Challenge. Und damit waren das auch schon alle Challenges dieser Woche. Wie gesagt, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Video. Ciao.